So, damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Reka, wo wir gerade, ich habe schon wieder den Namen vergessen bei dem Dorf, aber dieses Dorf wollten wir jetzt verlassen und uns auf die Suche machen nach dieser Hexe. Da sind die Krähen, hier ist einer dieser verlassenen Karren, von denen wir schon gehört haben. Ein dunkles Waschbrett. Ein Apfel, okay. Wir können also doch ein bisschen was zu looten finden. Und da drüben ist das Haus. Aber hier sind die Krähen. Denen würde ich halt auch gerne folgen, weil die irgendwie uns einen Weg weisen zu einem weiteren Karren. Und hier scheint es nicht weiter zu gehen. Ein aufgeschlagenes Buch mit Blumen. Ein Stapel mit Büchern über Blumen. Okay. Und plötzlich wird es dunkel. Ich finde das Spiel halt jetzt einfach schon super atmosphärisch. Wirklich geil. Da drüben ist wieder eine Brücke. Da könnten wir auch mal gucken, da ist ein Feuer. Was haben wir denn hier? Ein Schädel auf einem Sockel, eine alte Kommode. Ich kann dir nichts klauen. Ich kann hier auch noch nichts sammeln. Zielen, entfernte Gegenstände sammeln. Ja, gib her. Okay, ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Wir sind, denke ich, schon noch sehr im Tutorial. Essbare Pilze. Ich kann nämlich noch gar nichts einsammeln. Ich denke, wir unterhalten uns mal mit der unheimlichen alten Frau. Puh, puh, was ist das für ein Geruch? Jemand wagt es, sich meiner Tür zu nähern? Ein Kind? Natürlich. Weißt du, dass es unhöflich ist, spät dran zu sein, Kind? Ich warte bereits eine ganze Weile auf dich. Vielleicht hast du auch auf mich gewartet? So oder so, Kind, wir begegnen uns an einem Scheideweg. Wohin wir von hier gehen werden, wird nur die Zeit zeigen. Okay. Nein, lass mich wieder raus! Hilfe! Die alte Frau! Sie hat mich gefangen. Sieh dich an. Schwach und allein in der Welt wie ein neugeborenes Kätzchen stolperst du in meinem Garten umher. Sag mir, kleines Kätzchen, was führt dich hierher? Keine Antwort? Schon gut, schon gut. Wir kennen einander kaum. Und dennoch, vielleicht haben wir uns schon immer gekannt. In einem anderen Leben oder mehreren. Für mich einerlei. Genug des leeren Geschwätzes. Es gibt viel Arbeit zu erledigen. Es gibt immer Arbeit zu erledigen. Meine Regale sind leer und mein Magen grummelt wie der einer Koschtscheifrau. Heißes Wasser und Kräuter sind noch kein Mahl. Bring mir Zutaten, um eine leckere Suppe zu machen. Du findest ein Rezept in dem Buch auf der Bank. Anscheinend musst auch du gemästet werden, Kätzchen. Du kannst dir meine Vögel ausleihen, aber sei gewarnt. Sie sind mir wichtiger als jede andere Kreatur, die auf dieser Erde wandelt. Und ihr, meine Vögel, meine Kinder der Schwingen und Krallen, sorgt dafür, dass das Kätzchen die Kräuter vom Unkraut unterscheiden kann. Und wenn sie versucht, davon zu laufen? Nun ja, ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Sehr sympathisch. So. Geh in deinem Tagebuch zu Aufgaben, um zu sehen, was die alte Frau als nächstes will.
Ja. Aufgaben. Klicke auf ein beliebiges Symbol auf deiner Karte, um es auf deinem Kompass... Oh, okay, das ist cool. Das ist das Dorf, das dürfte der Händler sein. Hier ist die Kürbisdame. Sammle 10 Pilze für die Suppe. Sammle 6 Honigwaben für die Suppe. Okay. Die alte Frau möchte, dass du etwas Honig sammelst. Klicke in deinem Tagebuch auf Sammlung, dann auf Gegenstände und dann auf die Honigwabe, um mehr über sie zu erfahren. Sammlung, Gegenstände, Honigwabe. Hauptsächlich oben auf den Bäumen zu finden, du weißt noch nicht, was du daraus mehr erstellen kannst. Konsultiere dein Tagebuch, wenn du dich verirrt hast. Drücke jetzt auf Tab, um das Tagebuch zu schließen. Ich darf wieder raus. Oh, eins noch. Möglicherweise eine Herausforderung. Sicherlich herausfordernder als ein paar simple Pilze für mich zu finden. Die Lutki haben einen magischen Talisman gestohlen. Schon wieder. Lutki sind Geister. Sehr leicht reizbare Geister. Besonders, wenn du eine Tasche voller Beeren hast. Du wirst diese elenden Holzklötze tief am Wald finden. Finde sie. Bringe zurück, was sie gestohlen haben. Sobald du den Talisman hast, kannst du dessen Macht nutzen, um schnell hierher zurückzukehren. Aber kehrst du ohne ihn wieder, dann wird meine nächste Suppe wesentlich fleischiger. Geh nun, stolpere davon, kleines Kätzchen. Heimat der Lutki, dir wurde von einem Ort erzählt. Finde ihn mit Hilfe des Kompasses. Jo, mach ich, dankeschön. Irgendwo da drüben. Wo wir sowieso hin wollten. Ja, und die Krähen scheinen uns jetzt zu verfolgen. So, 10 Pilze. Ich glaube, die kriegen wir hier einfach schon zusammen. Natürlich nehme ich hier sehr gerne direkt mehr. Jetzt haben wir schon 20. Das waren direkt 6 Honigwaben. Cool. Die Nacht ist auch schon vorbei. So, wir hätten jetzt bereits genug für die Suppe. Aber ich nehme natürlich alles mit, was ich finden kann. Hashtag Loothure, Hashtag dumm. Vielleicht kann ich auch einfach gleich 2 Suppen machen, falls ich selber auch Hunger bekomme. Wie die alte Frau schon sagte, auch wir müssen gemästet werden. Und da will ich noch Beeren sammeln. Vielleicht können wir damit die Lutki so ein bisschen anlocken. Wer weiß. Und ich finde es auch schön, dass wir nicht nur einen Pilz nach dem anderen sammeln, sondern halt gleich so eine gewisse Menge. Angenehm. Dies müssen die Beeren sein, die die Lutki so sehr mögen. Na, hoffentlich mögen sie die. Vielleicht können wir tauschen, ansonsten sollen die Krähen denen einfach die Augen auspicken oder so. Ganz human. Da ist noch mehr Honig. Danke sehr, danke, danke. Die Lutki also... Noch nie von denen gehört. Hier haben wir noch mehr Beeren. Dankeschön. Die nehme ich natürlich auch sehr gerne mit. Vielleicht können wir daraus ja auch irgendwas Gutes herstellen. Vor allem, wenn hier so ein Riesenfeld ist. Wer bin ich, die verkommen zu lassen? Außen weiß ich nicht, wie weit die sich stacken können. Wenn ich von irgendwas mal 100 habe, ist halt schon cool. Und ich denke, es werden am ehesten die Beeren, von denen wir 100 haben. Ja, hier haben wir nochmal ein bisschen. 96. Die 100 kriege ich voll. Ganz bestimmt. Lass mich raten, das sind die Lutki. Ich gehe erst nochmal Beeren holen. Ich will die 100 voll machen. Cool.
Na, ihr? Ihr seid also die Ludgi. Oh, anscheinend steckt einer von euch unter ein paar Brettern fest. Oh, ich kann mit euch handeln. Ey, wie cool. Und dafür kriege ich teilweise Deko. Oh, die kleinen Hütten. Oh, wie süß. Sogar mit einem kleinen Ofen. Du hast den Talisman der alten Hexe gefunden. Halte H, um jederzeit zu ihr zurück zu teleportieren. Kann ich das Holz noch mitnehmen? Ja, ne? Wer weiß, ob ich es nicht brauche. So, ihr kommt alleine klar? Ich glaube, was Neues kommt da jetzt nicht mehr. Was würde denn jetzt passieren, wenn ich wirklich noch weiter weggehe? So dass die Krähen vielleicht denken könnten, dass ich das Weite suche. Ich möchte das mal ein bisschen ausprobieren. Jetzt sind die Krähen zum Beispiel schon weg. Ich will nicht zurück teleportieren. Ich will mich hier noch ein bisschen umschauen. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir hier noch großartig was finden. Das schaut da drüben auch nochmal interessant aus. Eine Krähe ist wieder hier. Okay, die Hütte könnten wir uns vielleicht mal anschauen, bevor wir zurückgehen. Natürlich werden wir zurückgehen. Ich möchte ja vorankommen. Aber vielleicht finden wir hier was Gutes. Okay, da kriege ich nichts. Da oben ist eine Kiste. Hallo, 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 hallo. Geh da hoch. Eine Handlaterne. Schädel mit Kerze, okay. Ich glaube, das ist dann alles, wenn wir unser Häuschen bauen, dass wir das so ein bisschen dekorieren können. Aber jetzt erstmal zurück. Warum hab ich... Ich bin im Haus. Komm herein, worauf wartest du? Ich weiß auch nicht so recht. Sag mir, kleines Kätzchen, hast du einen Namen? Reka. Ja, Reka, natürlich ist das dein Name. Wusstest du, dass dein Name Fluss bedeutet? Flüsse sind essentiell, lebensnotwendig, die Arterien der Welt. Sie bringen Leben. Du vielleicht auch? Nun denn, hast du all die Zutaten mitgebracht? Gut, gut, gut. Wir werden sie für das Ritual brauchen. Oh, sagte ich Suppe? Mein Fehler. Es ist einfach, diese zwei Dinge zu verwechseln mit einem solch alten Verstand wie dem meinigen. Leute denken, bei der Hexerei drehe es sich hauptsächlich um Rituale. Tatsächlich geht es aber vielmehr um Suppe. Unterschätze niemals die Macht eines gefüllten Magens. Also dann, kleines Kätzchen, lass uns fortfahren. Das Ritual bedarf ein paar weiterer Gegenstände. Wir haben bereits die Pilze und den von dir gesammelten Honig. Wir brauchen außerdem einen robusten Kiefernzweig. Du hast nicht zufällig einen, oder? Nein? So viele Leute haben keine Ahnung, was wirklich wichtig im Leben ist. Ein Kiefernzweig hat so viele verschiedene Nutzen. Vor meiner Hütte liegt eine kleine Insel.
Auf ihr steht eine riesige schiefe Kiefer. Brich einen Zweig ab und bring ihn mir. Oh, und wenn du zurückkommst, mach dich mit den Hühnern vertraut. Hühner sind wichtig. Viele glauben, Hühner seien dumme Vögel. Kein bisschen. Sie tun nur so. Ihr Verstand ist so scharf wie ihre Schnäbel. Hol den Kiefernzweig, such dir ein Huhn aus, das dir gefällt, und bring beides zu mir. Ich warte hinter der Hütte auf dich und beginne mit den Vorbereitungen. Bald ist es an der Zeit. Bald wirst du dich erneut erheben. Okay. Ist sie das denn jung? Das Ding habe ich auch. Sehr, sehr cool. Da sind ein paar sehr schicke Dinge dabei. Die Seite ist gefüllt mit komplexen Diagrammen und Zaubersprüchen. Sie sind schwer lesbar, doch ein Teil kann entziffert werden. Aber nur, wenn die Träger aufeinander ausgerichtet sind. Die finalen zwei Opfergaben an Sieber. Getreide steht für das, was der Zeit ist, und Brot steht für das, was da kommen mag. Wenn die Seele bereit ist und das Ei platziert, brauche ich nur noch Blut und Ruhe, uralte Macht. Der Rest der Seite ist nicht entzifferbar. Da schaut aus, als wäre da der Geist von einem Drachenkopf drin. Oh, da ist ein Kuchen. Yummy. Ist das hier die Kiefer? Freigeschaltet Kiefernzweig? Null, aber... Ich hab doch jetzt einen. Und ein Huhn, sagte sie. Das ist ein Boot. Oh, mit einer Kiste. Ein dunkles Hühnernest. Ochsengeschirr. Ein Huhn. Ja, im Großen und Ganzen sehen sie halt alle gleich aus. Ich hätte voll gerne ein helles Huhn. Braun, schwarz. Oder das eine, was halt immer draußen ist. Mit dem weißen Hintern. Ich mag dich. Huhn, frag mich bitte nicht warum, aber dich mag ich irgendwie. Ich frage mich, warum Rika manchmal so ein bisschen genervt guckt. Die hat so die Augen nach oben. Hallo, alte Frau. Endlich beehrst du uns mit deiner Anwesenheit. Folge mir. Okay. Oh. Komm, sie ist alt. Ich will bloß ein bisschen bei der Ernte helfen. Da ist noch mehr Getreide. Ich komme sofort nach, ja? Wenn ich jetzt schon endlich ernten kann, dann muss ich das natürlich auch nutzen. Und das sind Bretter. Die kann ich nicht nehmen. Das ist das alte Haus der Baba Yaga. Dies ist der Ort, an dem wir vor ach so vielen Jahren fielen. Diejenigen, die nicht hören wollten, und diejenigen, die nicht gehört wurden. Und wir fielen, so wie wir alle es tun. Aber mein Freund, meine Liebe, mein Kind stand nicht wieder auf. Ich suchte weit und fern nach Antworten. Letzten Endes kehrte ich hierher zurück und schärfte meinen Verstand. Entsendete einen Ruf und wartete. Ich wartete darauf, dass die richtige Art Verstand antwortete. Einer, der Schmerzverstand, der Verlustverstand. Wir dürfen nicht länger zögern. Bring das Huhn rüber zum Ofen. Ach, sei nicht so besorgt. Es wird alles gut. Ich bin sicher, es wird sich in diesem Nest wie zu Hause fühlen. Außerdem ist es kurz davor, in Höhen aufzusteigen, die solche Vögel nur selten erreichen. Okay. Zum Ofen. Warum nicht? Es ist ein Huhn. Es ist
mein Lieblingshuhn, was ich mir gerade erst ausgesucht habe. Ich gucke mich ganz kurz um. Irgendwas versteckt? Nö. Ach da. Hast du den Zweig mitgebracht, wie ich es hier aufgetragen habe? Gut, gut. Während ich mit dem Siegel beginne, musst du das Gebiet reinigen. Halte deinen Zweig an die Flamme der Kerze, bis er Feuer fängt. Und dann verteile seinen mächtigen Rauch in der Luft. Okay. Genau so, gut. Folge mir zum nächsten Gebiet. Für ihr Alter ist sie aber noch ordentlich fit, ne? Wie sie hier rumrennt. Es sind aber keine richtigen Pentagramme. Ja, ja, sehr gut. Schnell, auf zum nächsten. Es sieht ein bisschen wie ein Pentagramm aus am Anfang, aber es ist kein. Es sind keine wirklichen. Dann hier, ich schätze einmal noch, oder? Das letzte Gebiet. Ich hole nur kurz Honig, weil ich den gerade gesehen habe. Aus Mr. Karren. Ich muss nur kurz gucken. Ich reinige gleich weiter, ja? Aber ich bin halt doch auch neugierig. Eine Glocke. Brotschaufel. Cool, danke schön. Danke, 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 danke. Ist hier vorne auch noch was? Nö. Dann reinigen wir nun das letzte Gebiet. Du schaffst es, eindeutigen Anweisungen Folge zu leisten. Das ist vielversprechend. Bei der Eingangstür meiner Hütte steht ein Schrein zu Ehren meiner Vorfahren. Einer von ihnen hielt es für angemessen, mir ein Ei zu vermachen. Wir werden es für das Ritual brauchen. Es ist ganz und gar nicht wie ein Hühnerei, mein Kätzchen. Närrisches Geschwätz. Jedoch wird etwas daraus schlüpfen, wenn alles nach Plan verläuft. Es verharrte viele Jahre in einem Schlummer, aber ich hoffe, dass es uns noch immer gewähren kann, was wir brauchen. Bring es zu mir. Und bring auf dem Weg auch gleich noch etwas Getreide mit. Das werden wir später benötigen. Habe ich schon gemacht. Zufällig, weil ich es im Buch gelesen habe. Und weil ich es ernten konnte. Und weil ich gerne stehle. Noch mehr Honig. Keine Ahnung, ob ich den brauche, aber ich nehme ihn mit. Ein Ei. Essbare Pille. Aha, aha, aha. Haben wir schon Rezepte? Nee. Okay, 64er Stacks. Ein Ei. Ach, ach, da oben. Oha, voll schöne Osterei. Ich renn mal lieber mit dem Ei. Hoffentlich stolper ich. Spiel vorbei. Okay, wir haben jetzt sehr, sehr viele Himbeeren inzwischen. Ich hoffe, wir können irgendwas Cooles damit anfangen. Genau so, gut. Ist es nicht wundervoll? Wart's nur ab. Jetzt lege es in den Ofen. Okay. Wer bin ich, irgendwas zu hinterfragen? Es ist fast soweit. Es ist Zeit für uns, die Opfergaben darzubringen. Wir werden in diesem Ritual viele Götter ehren. Vielleicht wirst du mit der Zeit mehr über sie lernen, wenn du dich bewährst. Jetzt müssen wir erstmal die Göttin der Fruchtbarkeit ehren. Ich habe auf allen vier Seiten der Knochen Schüsseln platziert. Ich beginne mit dieser hier und du als zur Schüssel hinten. Flusskätzchen und legst Honigwaben hinein. Schüssel hinten, Honigwaben. Yo. Sehr gut, nun gehen wir beide im Uhrzeigersinn um das Haus herum zur nächsten Schüssel. Sobald ich es dir sage, platziere Getreide in der Schüssel. Wenn du kein... Du hast also das Getreide hinein in die Schüssel damit. Denkst du, ich schlafe oder was? Mutti.
Ja, es funktioniert. Warte, es funktioniert? Das Flusskätzchen ist begabt. Komm zu mir, wir sind noch nicht fertig. Beeil dich. Nimm dies. Sei sehr vorsichtig dich damit. Es ist von einem Gott des Feuers gesegneter Talisman. In den falschen Händen ein mächtiges, gefährliches Objekt. Still jetzt. Hör auf deine Hände zu schauen. Sie sind dafür geeignet. Zumindest vorerst. Mit diesem Talisman musst du die Knochen auflösen, die diesen Ort umgeben. Jeden einzelnen von ihnen. Wir müssen uns ihre Essenz zunutze machen. Geh. Ich muss mich auf den nächsten Schritt konzentrieren. Enttäusche mich nicht. Ich kann nicht wieder enttäuscht werden. Oh, und sei respektvoll. Das Wesen, das du auflöst, war mir wichtiger, als du dir je vorstellen könntest. Klar. Ja, mach weiter. Ziemlich viele Knochen. An dem Ding war ich schon, ne? Nee, war ich noch nicht. Eine große blaue Bank, ein Wandteppich mit Hirsch. Dankeschön. Ich möchte jetzt nicht von den Knochen ablenken. Das wäre respektlos. Jo. Was ist denn das? Das ist verrückt. Das hier sind Hühnerbeine. Nur noch ein bisschen mehr. Richtiger Knochenmehlsturm hier. Das waren alle. Komm zu mir zurück. Gib mir den Talisman zurück. Du bist viel zu unerfahren, um über solche Macht länger als unbedingt nötig zu verfügen. Wie hat es sich angefühlt, die Macht von Svarog einzusetzen? Kribbelt, nicht wahr? Wie das Brennen von Nesseln unter deiner Haut. Werd aber nicht größenwahnsinnig, wir sind noch nicht fertig. Geh zurück zu meinem Haus und bring mir etwas Glut aus dem Ofen. Für das Ritual musst du sie heiß und rot glühend in deinen bloßen Händen tragen. Ach, schau mich nicht so an. Das Tragen von Glut sollte kein Problem für jemanden sein, der sich Svarogs Macht bedient hat. Los jetzt, hol sie. Beeilung. Ja, okay. Weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber wenn das Großmütterchen es verlangt, dann werde ich das auch tun. Ja, tut tatsächlich erstaunlich wenig weh. Könnte aber auch daran liegen, dass ich gerade keine Glut mehr enthalte. Hatte ich schlimmer in Erinnerung. Denn du bist mutig, Flusskätzchen. Ich hoffe, das bleibt so. Gib mir die Glut. Es gibt noch eine letzte Sache, die ich von dir brauche. Komm näher. Geschafft. Ich schau mich nicht so an. Es war doch nur ein kleiner Pieks. Nur ein Tropfen Blut. Den wirst du nicht vermissen. Blut ist der Schlüssel. Blut ist die Verbindung. Schau, wie die Glut es aufnimmt. Die lebende Glut. Sie hat über Generationen hinweg hell geglüht. Feuer, das von Heim zu Heim weitergereicht wurde. Neben ihr bin selbst ich ein Kind. Die lebende Glut hauchte meiner Liebe vor langer Zeit Leben ein. Und auch heute wird sie neues Leben einhauchen. Diesen letzten Schritt muss ich alleine vollbringen. Du hast gute Arbeit geleistet, kleines Flusskätzchen. Hoffen wir, dass es nicht das letzte Mal war. Aber nun, sieh zu und lerne.
tolles Hühnchen. Denn ich bin der Anfang und das Ende. Ich kann nicht vergehen. Ich bin unvergänglich. Ich bestehe fort. Die Welt soll sich an Baba Yaga erinnern. Sie soll sich erinnern und vor der Mutter aller Hexen erzittern. Puh, das war anstrengend. Ich bin ganz schön außer Puste. Jetzt setz dich. Ach, bei den Sumpfratten, es reagiert nicht. Kann meinen Verstand nicht fokussieren. Ich kann es nicht kontrollieren. Flusskätzchen befehlen sich zu setzen. Hütte, Sitz. Gut gemacht, kleines Flusskätzchen. Du hast nicht enttäuscht. Zumindest noch nicht. In dir schlummert Potenzial. Du hast einen schnellen Verstand. Du siehst über das hinaus, was andere tun. Du bist eine talentierte Hexe. Vielleicht sogar dazu geboren. Nur wenige können, was du getan hast. Schau dich um. Schau, was du erschaffen hast. Dies wird dein Haus sein. Unser Heim. Aber ich werde dir erlauben, es selbst auszubauen, zu möblieren, zu dekorieren. Gestalte es nach deinen Vorstellungen. Folge dem Licht oder der Dunkelheit, der Größe oder der Bescheidenheit. Wir werden darin leben und die Lande bereisen, ohne unsere vier Wände zu verlassen. Ich werde den größten Raum beziehen. Baba Yaga braucht ihren Platz. Und es ist ein fairer Preis für das, was ich dir beibringen kann, wenn du lärmelig bist. Wenn du es sein solltest, nimm dieses Holz und beginne damit, deine Zukunft zu bauen. Baba Yaga gab dir 132 Holz. Und den Baumodus, würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge mal an. Bis dahin jetzt noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut und ciao, ciao.